Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Call of Cthulhu. Ja, im letzten Part sind wir mit Bradley hier an der Villa gelandet, an dem Anwesen der Familie Hawkins. Und wir haben ihn gebeten, doch mitzukommen, um ein bisschen den Verwalter zu beruhigen. Den kennt er nämlich. Allerdings bin ich mal wieder etwas vorgeprescht und direkt in die richtige Richtung gelaufen und habe dann auch unsanft den Verwalter kennengelernt, konnte ihn aber Gott sei Dank beruhigen, dass er uns dann nachher bereitwillig den Schlüssel für den Dienstboteneingang gegeben hat. Und jetzt gucke ich mich hier aber noch ein bisschen auf dem Grundstück um, um halt einfach nichts zu übersehen. Aktuell habe ich mich hier an die Hütte von ihm geschlichen und werde jetzt noch einmal drum rumlaufen und dann tatsächlich reingucken. Und danach werden wir dann auch... Oh, sieht ja interessant aus. Werden wir auch nochmal zu der Stelle gehen, wo Bradley am Anfang stand, wo ich dann nicht hinterhergegangen bin, sondern direkt hoch zur Villa hält. Und ja, gucken, was wir hier noch entdecken. Ich denke, da werden wir dann den Friedhof oder so finden. Bourbon. Empty, of course. Natürlich. Ja gut, ich kann wie gesagt verstehen, dass er da seinen Frust, seine Trauer in Alkohol ertränkt. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Okay, ich kann jetzt hier reingucken. Cool. Ja, gut, okay. Ich habe jetzt zumindest das Fenster aufgemacht. Na, herrlich. Okay, wofür uns das auch immer was gebracht hat. Ich werde jetzt immer hier hinten gucken. Aber ich denke, hier wird nichts sein. Oh. So, ich bin wieder da. Ich muss gerade einmal kurz niesen. Den Nieser habe ich euch dann doch rausgeschnitten, weil das müsst ihr dann doch nicht ertragen. Also die Hütte sieht sehr, sehr spartanisch aus. Wir gucken, ob wir... Okay, er hat es natürlich abgeschlossen. Kann ich dann jetzt noch mal da irgendwie durch das Fenster reingucken? Aber habe ich ja schon, ne? Das hat mir jetzt ja nicht so viel gebracht. Ups. Okay, ne. Gut. Alles klar. Dann laufen wir da mal eben wieder hoch und gehen dann noch mal durch den Garten, wenn man das so nennen kann, zurück. Und gucken an der Statue quasi, die wir entdeckt haben, den anderen Weg. Wo Bradley stand, wie gesagt, ich glaube, das soll, da ist bestimmt der Friedhof, das Grab, weil gerade so alte Familiengrundstücke, hier stehen die beiden, aber ich bin, oder der eine, ich bin noch nicht bereit, da rein. Shall we enter? Nee, noch nicht, ich bin noch nicht fertig, ich muss da hinten noch mal kurz gucken, wo du schon standst, Bradley. So, genau, das war hier runter. Also, ich meine, das ist, ich kann mir, wenn man das sich in schönerem Licht und schön begrünt vorstellt, ist es bestimmt ein mega geiles Anwesen, ein mega cooles Grundstück, aber so ist es natürlich einfach nur mega furchteinflößend, wie diese ganze Gegend, diese ganze Insel. Da. Oh, es kommt gleich hier so eine ganz krasse Stimmung auf. Ey, das ist so gruselig. Aber genau, das soll es ja sein. Genau, das sind tatsächlich, wie ich mir dachte, die Gräber. Okay. So. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Ja, das wissen wir ja schon, dass Silas das gemacht hat. 1892 bis 1924. Okay. Also das hier sieht nett aus. Das sieht eher so aus, als hätte hier jemand seinen Frust ausgelassen. Das sieht nicht so gut aus. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective. Does this place inspire any thoughts? Eines der Gräber wurde entweiht. Das ist eine merkwürdige Ruhestätte. Ich habe genug gesehen. Wir sind nicht alleine. Ja, das wissen wir ja schon. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Ja, also hätte es nicht zugelassen oder war er das vielleicht selber, weil das ist ja die nächste Frage, weil er hätte ja bestimmt mitbekommen, wenn hier jemand gewesen wäre. Vielleicht hat er das Grab ja so zerstört. Is the caretaker still around?
Evidence here suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Ja, genau. Also das Gespräch hätte tatsächlich früher stattfinden sollen. Ich bin dem Ganzen nur wieder etwas vorgeprescht. Deswegen wissen wir, dass der Verwalter schon hier ist. Ich muss meinen Entdeckerdrang immer etwas zügeln, aber ich wusste ja nicht, in welche Richtung das geht. Es tut mir leid. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Ja, das kann ich mir vorstellen. Er hätte seine Tochter bestimmt gerne zu Hause gehabt. Let's go to the mansion. Okay, ja, ich hätte das vorher. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ja, also es interessiert mich wirklich, was hier passiert ist. Genau, das haben wir uns ja schon angeguckt, das Grab von Charles Hawkins. Und hier ist noch das Grab des Kindes. Wahnsinn. Poor kid. Ja, armer Junge tatsächlich. Er ist nicht alt geworden, 11 Jahre. Aber auch hier stehen die Blumen. Also es war das Ding, dass sie irgendwie ein Problem mit Charles hatten. Weil das ist das einzige Grab, was quasi geschändet wurde. Ja. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Okay, also wahrscheinlich wäre ich dann wieder hierher zurückgekommen. Okay, beziehungsweise das jetzt das Gespräch, nachdem was alles passiert ist. Also ich hätte hier tatsächlich zuerst hingehen sollen. Gab's natürlich wieder verkackt. Aber das ist bei mir einfach so. Ich habe dann immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Ich hätte vielleicht einfach mal hingehen sollen und gucken, was da ist. Aber nun haben wir das halt in der anderen Reihenfolge gemacht. Ist ja überhaupt nicht dramatisch. Also wir haben ja nichts verpasst. Es ist alles trotzdem so, wie es sein sollte. Okay. Oh, mein Magen knurrt. Ich hoffe, ihr könnt das nicht hören. Wo bist du denn? Bradley? Kommst du? Hallo? Läufst du mir hinterher? Oder hast du gerade aus der Ferne zu mir gesprochen? Okay, ja, aber wir gehen da jetzt tatsächlich rein, beziehungsweise, nee, hier habe ich mich ja schon umgeguckt, genau. Dann gehen wir da jetzt rein, auch wenn es mich ein bisschen, also das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, das ist, ich bin super neugierig, weil ich will unbedingt wissen, was passiert ist. Aber ich habe auch ein bisschen Sorge vor dem, was uns immer da drin erwartet. Also dieses Spiel baut eine Wahnsinnsspannung und eine Wahnsinnsatmosphäre aus. Und alleine diese grünen Dämpfe, die von diesem Licht entstehen und auch durch diese Farbgebung des Spiels, es ist der Wahnsinn. Aber ich lenke jetzt nicht weiter ab, sondern wir gehen da jetzt rein. Ja, und schon wieder so ein Herzschlag. Bradley, magst du nicht vielleicht doch herkommen? Aber er ist hoffentlich gleich da. Okay. Let's take a look inside. I'm with you. Ja, eigentlich sollte er da stehen. Okay, er sollte da eigentlich stehen, aber dadurch, dass wir es verkehrt rum gemacht haben, steht er da jetzt nicht. Okay, Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkundeten den Garten des Hawkins-Anwesen. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern immer noch treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Ja, ich finde diese kleinen Zusammenfassungen super, super süß tatsächlich. Also wir sind jetzt immer noch in Kapitel 3, befinden uns jetzt aber gleich in der Villa. Das heißt, es sind quasi doch zwei abgeschlossene Orte. Und ich bin echt gespannt, wann es hier erwartet. Denn ich glaube, es ist nicht nur Silas hier. Ich glaube, es ist noch irgendjemand anders da, der hier rumschleicht, rumspukt. Ich habe keine Ahnung. Aber den hätte er vielleicht finden können. Oder der war so schlau, dass er sich vor ihm verborgen hat. Aber nun werden wir den Wahnsinn der Villa betreten. Follow me. I know the place. Ja, okay, vielleicht sollte ich dir diesmal auch... Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sollte ich dir auch diesmal wirklich folgen.
So, wir gucken jetzt aber erst einmal noch mal kurz ins Tagebuch. Anwesen der Hawkins. Die Eingangshalle der Villa scheint einen. Nochmal, langsam von vorne. In der Eingangshalle der Villa scheint eine brennende Lampe schon auf uns zu warten. Und der alte Verwalter glaubt, er kann Leute vom Eindringen abhalten. Ich muss den Ort finden, an dem die Familie Hawkins starb. Und dabei werde ich möglichst viel über ihr Leben in Erfahrung bringen. Okay, also. Im letzten Part hat der Verwalter uns ja auch gesagt, dass er da eigentlich nicht reingeht und wegen Ungeziefer. Aber anscheinend sind da ja doch Leute drin. Entweder hat uns angelogen und er geht da selber rein, oder da ist doch irgendjemand anders drin. So, wir haben auch wieder einen neuen Fähigkeitenpunkt und den werde ich hier für Redegewandtheit einsetzen. Ich werde es bestimmt bereuen. Aber ich möchte das gerne auf Stufe 3 haben. Dann habe ich sie alle im Mittelmaß und dann werde ich Stück für Stück gucken, was mir am wichtigsten ist. Und okay, also er ist da links abgebogen. Also die Kerze hier sieht auch noch normal aus. Das da hinten wird schon wieder. Okay, das ist Staub. Hier wird nämlich schon wieder das ganze Licht grün. Also das ist so. Oh, das ist so creepy. Okay. Guck jetzt aber hier nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh, ich mag mich hier nicht so schnell bewegen, ey. Leute, Leute. Okay, es gewittert auch noch. Ich stehe nicht so auf Gewitter tatsächlich. Weder in Spielen The noch Last Supper of the Hawkins. What does this Areal. tell me? Okay, wir können wieder rekonstruieren. Das werden wir auch direkt tun. Ich finde es so cool, diese Rekonstruktion. Wahnsinn. Okay, gucken wir uns mal hier. Oh, lecker, lecker, lecker. What kind of meat is this? Ja, das sieht, ich finde, das hat, sieht aus wie Fisch. Also, ich weiß nicht, irgend so ein Meeresgesäugstier, so sieht es zumindest aus. Okay, gucken wir uns hier nochmal weiter um. Hier ist ein umgeworfener Stuhl und das Fleisch. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Ja, irgendwas scheint ihn ja dazu bewegt zu haben, dass er so rasant aufgestanden ist, dass sein Stuhl umgefallen ist. Okay. Hier ist noch ein Porträt der Familie, nehme ich mal an. Das lässt sich aber nicht ganz erkennen. Das Gesicht von Charles ist nicht erkennbar. Okay. Okay, aus den Fenstern können wir. Ja gut, wir sind, behalten uns ja hier in diesem Raum vor. Hier scheint ein Teller zu Bruch gegangen zu sein. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Okay, vielleicht mochte er das Essen nicht und daraufhin ist er wahrscheinlich aufgestanden und wutentbrannt den Jungen zu maßregeln. Und ich denke, hier wird die gute Sarah gesessen haben. Sarah Hawkins played. Why did she leave it untouched? Ja, vielleicht hatte sie Something kein. happened at this table. An argument? Ja, wahrscheinlich. Also anscheinend wird es hier einen Streit gegeben zu haben. Entweder war er sauer auf seinen Sohn oder sie sieht aus, als würde sie ihn versuchen zu beruhigen. Der Junge hat den Teller runtergeworfen und er sieht aus, als wäre er völlig ausgerastet. Vielleicht ist er auch so ein Choleriker. Man weiß es nicht. Oh. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Ja, das ist schön, aber ich möchte mich hier erstmal umgucken. Okay, wir haben einen neuen Hinweis, nämlich das Abendmahl. Das letzte Abendmahl. Seit dem Brand in der Villa der Hawkins ist der Speisesaal intakt geblieben. Es ist klar zu erkennen, auf welchem Platz welches Familienmitglied saß. Die Etikette wurde offensichtlich beachtet, auch in einer privaten Situation unter sich. Charles Hawkins saß am Kopf des Tisches mit Frau und Sohn zu seinen Seiten. Der Stuhl könnte nach dem Brand umgefallen sein. Vielleicht unterstützt er aber auch die Theorie eines häuslichen Streits. Der Braten wurde auf einigen Tellern nicht angerührt. Das Fleisch, das erstaunlich gut erhalten ist, scheint Gegenstand des Streits zwischen den Hawkins gewesen zu sein.
Ja, das Fleisch sieht immer noch genauso aus wie vorher. Da ist eine kleine Maus. Die siehst du. Bist du tot? Okay. So. Bevor wir ihm aber in das Zimmer folgen, gehen wir jetzt hier nochmal rum und gucken, ob wir noch was finden. Vielleicht das Gemälde, genau. Ach, das ist ein Auto. Ich habe erst, aber da scheint. Okay. Sarah Hawkins painted herself with her son Simon, ready to go somewhere, but without Charles. Okay, auch das stützt wieder meine Theorie, dass er nicht ganz so nett und freundlich und liebevoll wahrscheinlich war. Die Maus ist tot. Mausi, warum bist du denn tot? Hast du das vergammelte Fleisch gegessen? Es sieht aus wie von so einem Tintenfisch, Oktopus. Ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Kalamar? Was weiß ich? Kalmar vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgend so ein Meeresgetier. Oh, hier liegt noch Spielzeug von dem Kleinen. Oh Mann. Okay. Ich stehe mitten in dem ekligen Essen drin. Okay, das ist schon verschimmelt. Ja, also es stützt für mich die Theorie, dass er vielleicht echt ein bisschen gewalttätig war. Oh, hier ist das Licht schon wieder so grün. Können wir hier? Nee, okay, da ist es versperrt. Da ist ein Stuhl vor. Das Bild ist ein bisschen angekokelt. Und hier. Okay, kommen wir auch nicht weiter. Das sieht too aus wie ein I'll find an easier way. Ja, wir gehen durch die Tür, aber vorher gucke ich mir hier das noch an. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Ich finde, er sieht nicht aus wie ein Forscher, sondern wie ein Jäger. Charles Hawkins posiert wie ein Entdecker vor exotischen Ruinen. Es ist gemeinhin bekannt, dass er seinen Reichtum auf teuren Reisen verprasste. Wonach suchte er? Ja, das ist eine gute Frage. Steht da hinten? Ne, okay, steht nichts mehr drauf. Was hat er gesucht? Genau, das Hinweisbild, aber da wird sich tatsächlich, glaube ich, nichts Neues. Nö. Genau, hinter Verstecken. So. Hey, wir hatten gesagt, dass du dein Feuerzeug wegnehmen sollst. Niemand! Oder wo's heißt? Okay, das sieht aus wie das Hochzeitsbild. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Okay, das da unten ist also ihr Signaturzeichen. Da können wir vielleicht mal drauf achten. Aber da sehen sie ganz nett aus. Er war ja auch älter als sie, wenn mich das nicht täuscht. Können wir mal kurz gucken. 41 und sie 33. Ja, fast, also nicht fast 8 Jahre, sondern 8 Jahre auseinander. Okay, und dann gehen wir jetzt mal hier rein. Kann ich mir... Ah, ich kann mir die Tür vor der Nase zumachen. Voll gut! Warum so? Let's see if I can find something the cops missed. Okay. Ja, und wir können wieder rekonstruieren. Das machen wir auch, bevor wir lesen. Okay, ihr Lieben. Hier in dieser Rekonstruktion verbirgt sich ein Rätsel anscheinend. Das, ich habe jetzt gelernt, unten links ist ein Rätselsymbol. Wenn das abgehakt ist, habe ich es entdeckt. Okay, da liegt Alkohol. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Ja gut, er wäre ja nicht der Einzige hier auf der Insel, der dem Alkohol verfallen wäre. Was ja vielleicht auch für seine Wutausbrüche spricht, weil ich glaube, er hatte Wutausbrüche. Es ist einfach nur eine Vermutung meinerseits. Kann vielleicht auch falsch sein, aber ich denke, das ist tatsächlich so. Was ist das? They had a fight. Why? Okay. Hier ist also eine Öllampe zerbrochen. Warum? Was war los? Also ich glaube, dass er tatsächlich dazu neigte, gewalttätig zu werden. Vielleicht auch nur unter Alkohol. Vielleicht war er Alkoholiker und ist daraufhin quasi, ja, dann recht aggressiv geworden. Oh nö, es sieht aus wie ein Brandstift von der Leiche. Okay. Von einem verbrannten Körper. Wir gucken uns erstmal die Uhr an. Did it stop at the time of the fire? Ja, gut, das, wenn, dann wäre das ja die Uhrzeit, wann der Brand ausgebrochen ist. Das wäre dann ja um 10 gewesen. Oh, ich. The child's corpse left a trace. Where are the others? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Und
Ja, die Stellen oder gucken, wo die anderen Leichen zum Zeitpunkt des Brandes lagen, meine Lieben, das werden wir uns im nächsten Part angucken, wenn es wieder heißt Call of Cthulhu. Ich bin gespannt, was sich hier noch für Hinweise verbergen. Das sieht aus, als wäre da zum Beispiel der Platz eines Gemäldes gewesen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.